Alina von der DRV Jugend. Was habt ihr denn nächstes Jahr so geplant und wer macht denn was? Puh, also das ist eine ganze Menge, die wir jetzt dieses Jahr geplant haben. 2019 starten wir eigentlich immer mit einem Frühlingserwachen. Das ist so das erste große Event im Jahr. Aber zum Beispiel der Manu hat noch ein Event in Cottbus dabei. Damit bedienen wir auch immer noch die norddeutschen Bundesländer mit. Ich selbst bin im Siebengebirge unterwegs mit einem Event. Katrin ist im Frühjahr am Treh, organisiert da was. Und Felix macht noch eine Hüttentour für eine begrenzte Teilnehmerzahl. Also da haben wir ein ganz großes Angebot dieses Jahr wieder vorbereitet. Enden tut Jonas mit unserem Saisonausfliegen am LIAG. Wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder stattfinden kann. 2018 mussten wir deswegen zu viel Regen Vorhersage absagen, aber wir sind da mal guter Hoffnung, dass es wieder klappt. Sicherheitstrainings macht ihr ja auch. Bieten wir in Zusammenarbeit mit Flugschulen an. Ja, der Andrang ist immer wahnsinnig groß. Jetzt sind schon die Wartelisten voll und eigentlich reichen 3 Sicherheitstrainings überhaupt nicht aus. Wir könnten bestimmt 10 füllen. Wie viele Events sind es denn im Ganzen? Das müssten mittlerweile an die 20 sein. Ich glaube, ich habe mal 19 gezählt. Wenn man dann noch die Newcomer-Challenges, wo wir ja auch immer mit dabei sind, immerhin mitzählt, reichen wir auf jeden Fall über 20. Jonas, was ist eigentlich eure Zielrichtung? Was bringt die DRV Jugend, die jungen Piloten? Ja, in erster Linie ist dafür da, dass man mit gleichaltrigen Fliegerkollegen einfach zusammenkommt, neue Freunde findet und halt am Fliegen dranbleibt, dass man nicht einen Faden verliert. Das ist ja ein finanzieller Aspekt dabei, gell? Weil als Jugendlicher habe ich dann einfach nicht das Geld, ja, um mir diese Fortbildung in der Zahl leisten zu können, oder? Ja klar, ich bin selbst noch Student und ich weiß, dass es mit dem Geld alles ein bisschen knapp wird. Aber wir sorgen halt dafür oder wir schauen, dass die Budgets immer low-budget-mäßig sind. Das heißt, dass wir Deals mit Campingplätzen aushandeln, mit Bergbahnen statt Landekarten. Das schauen wir halt, dass wir da immer Vergünstigungen bekommen und dass die Events halt somit recht günstig ausfallen. Und das ist praktisch auch für jeden geeignet, oder? Praktisch vom Einsteiger zum Heikel-Fly-Enthusiasten bis zum Wettkampfpiloten. Ja, genau. Also wir haben auch Weiterbildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel für einen B-Schein. Dann, man kann ganz normal zu einem Event kommen, wenn man gerade seinen A-Schein gemacht hat. Aber natürlich auch jetzt in Bezug auf die Newcomer-Challenges, dann auch für die Fortgeschrittenen. Zum Beispiel haben wir auch noch ein XC-Event. Da gehen wir dann alle zusammen auf Strecke in Bassano. Und sorgen halt dafür, dass die Leute auch dem Streckenfliegen ein bisschen näher kommen und auch besser werden.